Hey ho, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K17, meine Karriere. Endlich ist hoffentlich heute der Tag gekommen, an dem wir unsere Rivalität mit Big Fucking Cass beenden. Ja? Boah, ich hoffe, dass wirklich das Match, das Rivalitätsende ist. Es wird verdammt nochmal Zeit. Für euch ist der 23.12.2016, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube guckt. Deswegen reden wir auch gleich ein bisschen über das Weihnachtsfest, wie ihr das so verbringt und so weiter. Das wird doch, glaube ich, ganz interessant, während ich einfach mal, wie immer, meinen Gegner einfach zerstöre. Ne? Hört sich das nach einem Plan an? Hört sich das Plan an? Verkackt bitte nicht wieder die Facecam-Aufnahme. Ja, habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich mir Mühe gegeben habe. So, dann haben wir Orlando. Alright! Ihr wisst, diese Fehde sollte eigentlich nur zustande, war eigentlich nur dazu da, damit wir Champion werden, weil damals noch Big Cass Champion war, aber dann kam ja die Kontroverse von wegen Shinsuke Nakamura, so, ne? So, halt dein Maul, Leon Garcia, los geht's! Good luck, have fun. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und ich würde gerne mal wissen, weil ich glaube, das ist echt tatsächlich in Deutschland. Was geht denn nur ab? Instant Cover oder was? Wie das bei euch so ist mit den Traditionen und so weiter, weil, keine Ahnung, ich bin halt unreligiös erzogen worden, komplett aufgewachsen worden, meine ganze Familie oder halt mein engerer Familienkreis ist halt null religiös, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich diesen ganzen Kram nicht mitmachen musste nie in die Kirche, hatte nie Religionsunterricht, wurde nicht, Jugendweihe und dann das andere, wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Konfirmation oder so? Den ganzen Mist hatte ich nicht. Bei uns kam nicht das Christkind oder so. Genau, bei manchen kommt doch irgendwie der Weihnachtsmann und bei anderen Leuten kommt doch das Christkind oder irgendwie so, ne? Keine Ahnung. Roboterstimme. What? Roboterstimme? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, ich weiß nicht, bei uns ist Weihnachten relativ unspektakulär. Ich bin Weihnachten halt immer bei meiner Mutti. War bisher jedes Weihnachtsfest immer bei meiner Mutti, was immer sehr schön ist, die Orte sind manchmal verschieden, manchmal an meiner Heimatstadt Anklam, dieses Jahr bin ich wieder in Anklam, manchmal woanders, bei meinem Stiefpapi oder so, Stiefpapi, ich bin mein Stiefvater, und dann den Tag danach trifft sich immer die größere Familie bei meiner Oma, So, dann gibt es halt immer, weiß ich nicht, Geschenke. So, ganz dumm. Dadurch, dass wir keine kleineren Familienmitglieder mehr haben aktuell, keine jüngeren. Aktuell sind alle über 14 oder so. Kommt auch nicht mehr der Weihnachtsmann. Ich fand Weihnachten früher voll super so, ne? Und da gab es dann wirklich einmal, also, genau, warte mal. Einmal, ich fand Weihnachten damals so toll, ne? Und ich habe mich dann selbst als Weihnachtsmann verkleidet oder mit einem Weihnachtsmann-Kostüm. Das war so, eigentlich wenn ich mir jetzt das überlege, wurde ich einfach zur Arbeit gezwungen, theoretisch, weil niemand das machen wollte. Ich habe dann, glaube ich, wie alt war ich da? 6 oder so? Ich habe dann an Heiligabend ein Weihnachtsmann-Kostüm bekommen, aus welchem Grund auch immer. So, und einen Tag später, als die ganze Family bei meiner Oma war, war ich dann der Weihnachtsmann und habe allen Leuten die Geschenke gemacht. So, jetzt fällt mir ein, ich sollte das einfach nur machen, weil niemand anderes das gemacht hat. What? Das realisiere ich ja jetzt erst. Krasse Sache. Nee, Weihnachten fand ich früher super so, ne? Früher war halt wirklich auch noch bei mir so mit Gedichte aufsagen, keine Ahnung, auf der Gitarre irgendwas vorspielen, da ich auch 2-3 Jahre Gitarrenunterricht hatte und den ganzen anderen Mist. Und jetzt machen wir, keine Ahnung. Meine Mutti denkt sich immer irgendwelche Spielchen aus oder irgendwie so Zettel ziehen, wo dann eine Aufgabe steht, wie, keine Ahnung. Weiß ich nicht, steh für eine halbe Minute auf deinem linken Bein oder so ein Kack und dann kriegt man sein Geschenk und dann wird man gezwungen, vor allen anderen alleine sein Geschenk aufzumachen, um sich ja zu freuen über das Geschenk, so, ne? Da weiß ich nicht ganz, wie man das handelt. Ich bin ja sowieso aktuell auf dem Trip, seit mehreren Jahren jetzt schon, ist mir Weihnachten mittlerweile so egal in Sachen Geschenken und so. Ich weiß ja nicht, wie es euch immer geht. Wie ist das bei euch zu Weihnachten? Wünscht ihr euch noch wirklich Kram so?
Weil den ganzen Kram, den ich aktuell haben möchte, den habe ich eigentlich schon, weil ich bin halt sehr bescheiden so, ne? Ich brauch keine krassen, ich brauche keine Klamotten, ich brauche keine Techniken, Gadgets, weil wenn ich welche haben will, dann kaufe ich mir die selbst. Und fühle mich dann auch schlecht, wenn Leute mir irgendwie Zeug schenken. Geld brauche ich auch nicht unbedingt, weil ich relativ, wie gesagt, bescheiden bin und einfach mit dem klarkomme, was bei mir abgeht. Und selber Geschenke mache ich auch den meisten Leuten nicht. Naja, aber ganz gut, dass die Familie sich alle mal trifft, oder was? Kriegst einen Motorradhelm, sagte einer. Was ganz nützlich bei mir war, ich habe so, weiß ich nicht, seitdem ich 15 oder 16 bin, habe ich immer zu Weihnachten immer Kram bekommen, später für meine eigene Wohnung, weil halt relativ schnell klar war, dass ich relativ früh nach der Schule irgendwie wegziehen werde, um alleine zu wohnen. Weil bei mir relativ schnell klar wurde, okay, der Junge braucht seine Ruhe. Der muss alleine wohnen, sonst kommt er nicht klar. Und hab dann Töpfe bekommen, Geschirr, Handtücher und so weiter. Und das beste Geschenk ever, soll ich sagen. Sowas kann ich echt gebrauchen. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ja, wie ist das mit dem Essen bei euch, ne? Vielleicht kennt ihr meine Essgewohnheiten, sind eher eine Katastrophe. Ich esse meistens Brot und Würstchen oder so. Von dem eigentlichen Kartoffelsalat und Würstchen, es gibt es doch normalerweise. In manchen Regionen ist auch Grünkohl-Tradition. Andere Regionen kam, weiß ich nicht, irgendwelche Braten oder so. Oder Fische oder so. Ich weiß nicht, was da abgeht. So, Franz geschätzt 20, ich brauche keine Klamotten. Nee, ich brauche schon Klamotten, aber ich brauche halt nicht irgendwelche teuren Klamotten oder so. Ich mach mein Merch selber. So, der PC-Freak 8 sagt, wir werden Hase essen, außer ich, da es unsere eigenen sind. Oh, das natürlich. Oh, das ist aber fies. Das aber fies, wenn man Haustiere hat. Haustiere, die dann schlachtet. Und die dann zu Weihnachten verschlingt. Das ist aber echt gemein, so, ne? Das ist aber echt gemein, krass. Naja, und beim anderen. So, beim anderen kommt die zu fett geratene Katze nicht. Ich meine, was für ein Elternteil muss man denn sein, um sein Kind eine Verbindung mit einem Hasen oder was auch immer aufbauen zu lassen, so als Art Haustier. Und dann zu Weihnachten das dann als Braten zu servieren. Was soll denn das? Das muss doch voll schlimm sein für so ein Kind, für die Psyche oder nicht? Oder nicht? Oder segnet falsch? Keine Ahnung. Naja, gut, ihr seht schon, ich bin voll am Dominieren, ohne dass ich mich aufs Match konzentriere. Das sagt was aus über die Qualität dieses Spiels. So. Das war früher völlig normal, ein Bauer schlachtet auch seine Tiere. Ja, gut. Ein Bauer, ja, klar, aber. Finde ich schwierig. Naja, könnt ihr euch gerne drüber auslassen in den Kommentaren. Weicher, ja, das ist wohl so. Scheiße Psyche, im Krieg hat man sich selbst gegessen, um nicht zu verhungern. Würde man ja wohl noch sagen dürfen. So. Ach Gott. Ach stimmt, und ihr habt ja auch Ferien und so weiter und den ganzen anderen Kram. Bei mir wird es aktuell so sein, ja, ich fahre einen Tag vorher, also denn das ihr seht, bin ich schon in der Heimatstadt wieder. Während Heiligabend in meiner alten, ja, einfach zu Hause sozusagen, wo ich vorher gewohnt habe. Tag später bei meiner Oma und ich glaube, einen Tag später haue ich dann auch schon wieder ab, am zweiten Weihnachtstag. Und wieder in Berlin. Boah. Naja. Von daher. Ja, weil dann ist ja auch schon wieder der 27. Drei Tage später bin ich dann in London mit den Kollegen bei Progress. Bin noch überlegen, ob ich da einen Vlog mache oder nicht. Oder ich einfach diesen Tag in mich reinquäle. Weil es wird ein langer Tag. Silvester ist ja auch noch. Und ganz anderen Mist. Habe überlegt, ob ich vielleicht in der Zwischenzeit, ob ich zwischen Weihnachten und Silvester meinen 24-Stunden-Stream machen soll. Aber ich kenne mich ja, das wird so oder so nichts. Da brauche ich mehr Vorbereitungszeit, dann würde ich gerne eigentlich auch noch ein paar andere Sachen machen. So, ich habe gewonnen! 3,5 Sterne Match. Ich hoffe, die Fehde ist jetzt vorbei. Wird noch langsam Zeit. Wie gesagt, schreibt eure Weihnachtsbräuche, euer Weihnachtsablauf in die Kommentare oder eure Besonderheiten. Habt ihr irgendwelche coolen Stories? Hat irgendwer bei euch mal die Weihnachtsbaum so abgefackelt oder so? Bin ja so einer, ich habe Angst vor Feuer. Kriegt da gerne mal ein bisschen Panik. Ich weiß nicht, was da los ist. So, habe ich jetzt die Fehde gewonnen und wehe, die geht jetzt noch einen Monat. Ich raste aus.
So, habe ich jetzt die Fehde gewonnen? Rivalität gewonnen! Nice! 4 Sterne auch noch erhalten, 55 Rivalitätspunkte, das Match hat uns rein gar nichts gebracht. Wow, so lobe ich mir das Spiel. Wow! Amazing! Simply amazing! So, jetzt halt dein Maul. So, und was machen wir jetzt, Leute? Jetzt gehen wir in eine Fehde mit dem Champion, richtig? Ich weiß nicht, was wir... Wie, hä? 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 Oh Mann, ey. Dieses Spiel. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich habe es nicht drauf geachtet, ob... ob der Champion irgendwie... Wie heißt es? Gewechselt ist. Wir haben jetzt wieder 8 Events, die wir worken müssen, bevor wir dann bei Pay-Per-View irgendwie ankommen. Sind wir im Rang wieder gestiegen? Wir sind übrigens beim, wir sind übrigens in der letzten Folge noch im Rang gestiegen. Wir sind auf Platz 2 im Contender-Spot. Habe ich nicht in der Episode drin gehabt. Aber könnt ihr hier nochmal nachsehen. Zack, seht ihr ja da. So, und ich würde sagen, beim nächsten Mal ist es dann endlich soweit. Samoa Joe ist Champion. Okay, Samoa Joe ist Champion. Wieso auch nicht? Und Jason Jordan ist Number One Contender. Aber ist mir scheißegal. So, ich erzwinge jetzt mein Match. Oder demnächst, sobald ich dann hier Samoa Joe irgendwie angreife. Das ist dann unser Ziel für die nächsten Episoden. Mal sehen, ob das klappt. Vor Weihnachten wird es ja leider nichts mehr. Wer hätte das gedacht, so, ne? Also, Daumen hoch wäre cool. Airblock aus, schreibt eure Weihnachtsgeschichten in die Kommentare. Freut euch auf Weihnachten, seid ihr religiös. Kommt bei euch das Christkind, kommt bei euch der Weihnachtsmann oder was auch immer. Oder kommt bei euch... weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was existiert da noch? Oder feiert ihr die Hanukkah oder irgendwas anderes? Oder seid ihr einfach happy, weil ihr mal frei habt? Ich weiß es nicht. Bis morgen zu den Challenges. Das wird supi. Haut rein und ciao!